Was geht, Corey hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo wir einfach die Bibel lesen und ich euch zeige, wie man einfach die Bibel liest, indem ich einfach die Bibel lese. Ich hoffe, das macht Sinn und ist nicht zu schnell. Wenn es zu schnell ist, ich habe auch noch langsamere Versionen. Ich sage diesen Satz gefühlt jedes Mal. Willkommen zurück. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und bevor ich zu viel erzähle wieder, starten wir einfach weiter, weil diese Serie ist dafür da, einfach durchgehend zu gucken, mit einem kleinen Intro und Outro. Okay? Lesen wir weiter ab Vers 33. Und da heißt es: In Kapernaum angekommen, gingen Jesus und seine Jünger in das Haus, in dem sie wohnen wollten. Jesus fragte sie: Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten darüber geredet, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Da setzte er sich hin, rief die 12 Jünger zu sich und sagte zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Dann stellte er ein kleines Kind in ihre Mitte, nahm es in die Arme und sagte zu ihnen: Wer solch ein kleines Kind um meinetwillen aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat. Yes. Eine Frage, die Jünger hatten. Wer von uns ist der Krasseste? Wer ist der Krasseste? Wer ist der beste Christ von uns? Damals nicht, aber wer ist der beste Lehrling von uns? Aber das haben sie natürlich nur untereinander und haben gedacht, Jesus weiß nicht, wovon sie reden. Aber Jesus nimmt auch diese Opportunity, nimmt auch diese Möglichkeit, um den Jüngern etwas beizubringen. Und zwar geht es in Gottes Reich nicht darum, wer der Größte ist und wer der Beste ist. Oh, und der Heilige Geist schickt mir gerade so viel zu sagen. Und das ist kein Witz. Also ich glaube, dass die Worte, die ich bekomme, nicht meine eigenen Worte sind, sondern Gott schenkt mir einfach diese Worte, die ich weitergebe. Oder die Worte in meinem Kopf fließen zusammen mit Gottes Worte in einen. Und was er mir hier gezeigt hat gerade, ist dieses Denken von: Ich muss etwas tun. Ich muss etwas leisten, um Gott zu gefallen. Und das ist ja so ein bisschen die Frage, die die Jünger hier hatten, auch so: Wer von uns hat am meisten gemacht? Oder wer ist der Schlauste? Oder wer ist der Beste? Oder wer ist der wer hat am meisten gebetet? Wer hat am meisten Tora gelesen zu der Zeit? Wer hat am meisten Dämonen? Wer hat die meisten Dämonen ausgetrieben? Wer ist der Beste von uns? Weißt du, das denken die sich. So, wer ist er? Und Jesus sagt, und das ist ja das Schöne an Gottes Leben und Liebe: Es geht nicht darum, was du leistest. Es ist schwer für uns Deutsche, das zu verstehen, weil hier geht es nur Leistung, Leistung, Leistung. Aber es geht nicht darum, was du leistest, sondern wer der Erste sein möchte, der soll der Letzte sein. Der soll nicht an erster Stelle stehen wollen. Der soll allen anderen dienen. Aber es geht nicht darum, dass er soll dienen, also jetzt, okay, ich möchte der Beste sein, also jetzt diene ich alle, also arbeite ich mehr. Nein, es geht darum, um diese Haltung: Er soll sich selber nicht für zu wichtiger als jemand anderes sehen. Er soll nicht versuchen, an erster Stelle zu sein. Er soll nicht versuchen, der Beste zu sein. Er soll einfach nur jeden Einzelnen dienen. Und dann nimmt er ein Kind zur Seite. Ich weiß nicht, woher er ihn gerade rauszieht, aber da ist ein Kind. Er nimmt ihn und sagt: Hier, das ist euer Beispiel. Und Jesus hat so ein Beispiel schon mal gemacht, oder in einem anderen Buch, in einem anderen Evangelium, wo er Kinder nimmt als Beispiel von Gottes Reich und wie wir uns verhalten sollen. Wer solch ein kleines Kind um meinetwillen aufnimmt, sagt er, nimmt mich auf und nimmt den Vater, der mich gesandt hat, auf. Und das zeigt einfach nur, dass wir nicht gute Dinge tun sollen, um der Beste zu sein. Wir sollen nicht den Obdachlosen helfen, weil wir irgendwie gut dastehen sollen. Oder wir sollen nicht unsere Mitmenschen beim Umzug helfen, weil wir beliebt sein wollen. Nein, wir machen das um Gottes Willen. Wir machen das um seinen Willen, weil wir wollen das Reich Gottes feiern. Wir wollen dienen.
wir brauchen nicht der Höchste sein. Und wer das tut, der macht genau dasselbe für Gott. Und was ist das für eine Ehre, etwas für Gott machen zu können? Und deshalb, wenn wir das Verlangen haben oder wenn wir vielleicht nicht das Verlangen haben, jemand anderes zu helfen, dann vielleicht hilft es, diesen Switch zu haben und zu sagen, hey, wenn ich diese Person helfe, die ich eigentlich nicht mag vielleicht oder so, dann mache ich das nicht nur für diese Person oder ich mache das nicht für mich, sondern ich mache das für Gott. Und wenn ich diese Person helfe, ist es genauso, als ob ich jetzt Jesus helfen würde. Und das ist einfach nur eine krasse Motivation, wenn wir jemanden sehen, so, wenn ich diese Person jetzt helfe, ist es so, als ob ich Jesus helfe. Kleine Sache am Rande, weil jetzt geht's nämlich tiefer. Jetzt geht's nämlich darum, was das bedeutet. Johannes sagte zu Jesus, Lehrer, wir haben einen Mann gesehen, der in deinem Namen Dämonen austreibt. Also, wir haben ja gelesen, so, wenn es in Jesu Namen ist, dann ist es so, als ob sie das für Gott machen. Und genau, das ist genau das, was wir hier lesen. Wer solch ein kleines Kind um meinetwillen aufnimmt, nimmt mich auf. Also praktisch sehen wir das. Aber die Jünger haben sofort vergessen, was Jesus gerade gesagt hat. Und deshalb geht der Vers so weiter. Wir haben versucht, ihn davon abzubringen, weil er nicht zu uns gehört. Hindert ihn nicht, sagte Jesus. Wer in meinem Namen Wunder tut, wird nicht bald darauf schlecht von mir reden. Wer nicht gegen mich ist, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Wenn jemand euch auch nur ein Becher Wasser gibt, weil ihr zu Christus gehört, wird er belohnt werden. So, also, was haben wir vorher gelesen? Wir haben gelesen, wer solch ein kleines Kind um meinen Willen aufnimmt, also wer etwas Gutes tut um meinetwillen, ne? Also er macht nicht nur was Gutes, weil viele Menschen da draußen machen etwas Gutes, aber es ist nichts wert, also ewiglich, geistlich gesehen, es ist nichts wert, wenn du es aus deinem eigenen Motivation machst, also keine Ahnung, du siehst jemanden leiden und es ist nicht schlecht, ne? Also es ist gut, wenn wir alle helfen, also wenn die Welt hilft. Aber es geht darum, dass wir um Gottes Willen, weil das ist ja das, was die Welt ja nicht macht. Die Welt rettet nicht die Welt, also sie hilft nicht die Welt, armen Menschen oder sowas, weil sie Gott damit ehren wollen, sondern sie wollen das einfach nur machen, hey, Leid ist ja schlecht, was, ne, ich sag nichts Schlechtes dagegen, aber das ist ja deren Motivation. Deren Motivation ist ja nicht, oh, wenn ich diesem Menschen dir helfe, dann ist es so, wie wenn ich, dass ich Gott helfe oder Jesus helfe, diene. Genau. Und das ist das, was wir gelesen haben, kurz davor. Später sind die Jünger und sehen genau das jemand machen. Lehrer, wir haben einen Mann gesehen, der in deinen Namen, ne, er ist nicht rumgegangen, hat Dämonen ausgetrieben und hat gesagt, ich bin der Krasseste, sondern er hat gesagt, im Namen Jesu treibe ich diesen Dämonen aus. Wir haben versucht, ihn davon abzubringen, weil er nicht zu uns gehört. Das ist deren Denken. Und wie gesagt, ich trete immer so ein bisschen auf die Jünger. Ich bin nicht anders in anderen Situationen, aber ich versuche das immer ein bisschen zu erklären, ein bisschen mehr zu erklären. Ich weiß nicht. So bin ich halt. Und genau. Und sie versuchen es zu verhindern. Und Jesus so, warum verhindert das nicht? Verhindert es nicht, weil wer meinen Namen Wunder tut, wird nicht bald darauf schlecht reden. Also was lesen wir in der anderen Übersetzung? Wir lesen, Jesus sagt, wehrt es ihm nicht, denn niemand, der in meinen Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Also es ist nicht so, dass er auf der einen Seite sagt, in Jesu Namen, du sollst geheilt sein. Und auf der anderen Seite sagt er irgendwas Schlechtes gegen Jesus, weil das macht ja keinen Sinn für ihn. Und dann lesen wir weiter und da heißt es, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Wenn jemand euch nur ein Becher Wasser gibt, weil ihr zu Christus gehört, also in meinem Namen euch ein Becher gibt, er wird belohnt. Und da geht es halt darum, dass wir nicht unsere Clique, unsere Gemeinde
vielleicht. So, wir sind so zusammen, hey, wir sind eine Gemeinde. Und jeder, der da draußen ist, so, der gehört nicht zu uns, wie die Apostel hier machen. Hey, der gehört nicht zu unserer Clique hier, die Leute, die hier mit uns laufen, der ist ganz woanders. Der darf das nicht machen, sondern wenn du siehst, auch wenn er vielleicht anders denkt oder wenn er andere Traditionen hat oder wie auch immer, wenn er das aber in Jesu Namen macht, ne? Wenn er das macht, weil wir Jesus nachfolgen, dann wird er auch dafür belohnt. Wenn wir etwas Gutes tun, wenn wir spenden oder wenn wir helfen, sollte es uns nicht darum gehen, dass wir beliebt und angesehen werden, dass wir gefeiert werden oder so. Am besten sind wir ganz im Hintergrund und helfen. Wir dienen alle, ohne dass Leute es wissen, weil wir dienen, um Gott zu dienen und nicht um uns selber zu dienen, um den Menschen zu dienen. Wir dienen, um Gott zu dienen. Und wenn jemand etwas Gutes zu uns tut, weil er weiß, du bist Christ, dir möchte ich das Gute tun, dann weißt du auch, er wird belohnt, auch wenn er vielleicht etwas anders denkt. Und das war's erstmal für heute. Wir haben nächste Woche noch die letzten Verse. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen und ihr konntet etwas rausnehmen. Vergesst doch nicht zu abonnieren und zu liken, das Video vielleicht zu teilen und davon zu reden. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar. Ich habe zum Schluss immer zwei Sachen, wo ihr draufklicken könnt. Einmal eine Playlist mit allen Markus Bibelstunden. Und hier habe ich immer ein Video, was ich euch empfehlen könnte, als nächstes zu schauen.